Wo kannst du ein Segen für andere sein? Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ganz herzlichen Dank für das Jahr, das wir miteinander verbringen konnten. Wenn ich ein paar Impulse geben konnte, dann bin ich sehr dankbar. Ich freue mich von ganzem Herzen über die Kommentare, die du geschrieben hast, über das Feedback, das ich bekommen konnte. Das bedeutet mir unfassbar viel. Und jetzt möchte ich dir einfach ein frohes neues Jahr wünschen und alles, alles erdenklich Gute. Mögen deine Träume wahr werden, mögest du ein Stück mehr der Beste werden, der du sein kannst, und mach aus deinem Leben ein Meisterwerk und mach das mit aller Kraft im neuen Jahr 2021, irgendwie eine coole Zahl. Jetzt wäre ich natürlich nicht ich, wenn ich nicht eine kleine Mini-Coaching-Idee hätte. Und wir sind ja gerade in einer Zeit, die für viele ziemlich schwer ist. Lockdown, Corona, wir wissen nicht, wie lange das anhalten wird. Und ich möchte dir einen Vorschlag machen. Und Achtung, dieser Vorschlag, der ist ein bisschen gefährlich, weil manchmal kann man etwas sagen und das fliegt einem um die Ohren. Aber ich möchte es trotzdem sagen. Sieh doch Corona oder was auch immer dir passiert in diesem Jahr, als etwas, das für dich ein Segen ist. Achtung, Achtung, ich kann es gleich hören, wie der eine oder andere sagt, jetzt spinnt er total, wie kann er sagen, Corona ist ein Segen? Ist es natürlich nicht. Ich weiß von dem Leid. Einmal von den Menschen, die es körperlich spüren. Ich kenne Menschen, die daran gestorben sind. Ich will nicht sagen, das ist etwas Gutes. Ich bin jetzt nicht durchgedreht. Aber ich weiß, alles im Leben hat zwei Seiten. Alles hat zwei Seiten. Es gibt immer eine helle Seite, eine dunkle Seite. Und es kommt darauf an, ob wir uns mehr auf die dunkle oder auf die helle Seite konzentrieren. Und das wird darüber entscheiden, wie glücklich, wie zufrieden, wie produktiv, wie erfüllt, wie erfolgreich unser Jahr sein wird. Also was ich sagen will ist, dieses Ding Corona ist nur mal da. Manche Dinge sind nur mal da. Wenn du jetzt mein Knie sehen könntest, ich habe hier eine dicke Bandage drum, das tut mir ständig weh. Was ist an so einem Quatsch gut? Ich will jetzt nicht mein Knie mit Corona vergleichen. Was ich aber sagen will ist, es gibt immer eine helle Seite und eine dunkle Seite. Die gibt es immer. Und wenn du dir zwei Fragen stellst, in Bezug auf Corona, in Bezug auf irgendwas, was dir in diesem Jahr passieren wird, die meisten von uns werden nicht nur einfach durch das Jahr durchsegeln, dann stell dir doch zwei Fragen, damit dein Jahr noch besser wird. Die erste Frage ist, was ist daran gut? Oder, wenn du es noch stärker machen willst, wo könnte da der Segen für mich liegen in dieser Sache, die mir gerade passiert? Also, wofür ist es gut? Wofür könnte es ein Segen sein? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, mindestens genauso wichtig, wo kannst du ein Segen für andere sein? Wo kannst du etwas Gutes für andere tun? Und ich glaube, je stärker eine Not ist, und wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber je stärker eine Not ist, umso wichtiger ist es, dass wir uns genau diese beiden Fragen immer wieder stellen. Wofür ist das gut? Wie kann es ein Segen für mich sein? Und wie kann ich für andere etwas Gutes tun? Wie kann ich für andere ein Segen sein? Es ist vielleicht sehr, sehr tief, wenn du das durchdenkst. Es ist sehr, sehr weise. Es ist sehr, sehr schwer. Aber es ist immer so im Leben, wenn die Dinge etwas schwerer sind, ist die Belohnung besonders groß. Und ich weiß, dass wenn wir uns danach richten, dass wir ein unfassbares Jahr haben können. Ein unfassbar gutes, positives, schönes Jahr. Ein anspruchsvolles Jahr. Aber weißt du, richtig glücklich sind wir, wenn etwas anspruchsvoll ist und wir haben es trotzdem gemeistert. Und wenn wir es dann noch mit Bravour meistern, dann können wir uns auf die Schulter klopfen und haben so innen das Gefühl, boah, das habe ich gut gemacht. Und das ist es, was ich dir für dieses Jahr wünsche, dass du nach diesem Jahr sagen kannst, das habe ich gut gemacht. Und vielleicht nimmst du ein Motto für dieses Jahr. Mein Motto wird sein, ich kann das. Egal was kommt, ich kann das. Ich kann den Segen finden und ich kann ein Segen sein. Vielleicht ist das auch dein Motto. Ich kann das. Ich bin mir ganz sicher, du kannst das. Und zusammen können wir eine ganze Menge erreichen. Und das ist mein Wunsch, dass du dir sagst, ich kann das. Vielleicht sagst du es dir einfach einmal mal laut. Ich kann das.
ich kann das. Alles Gute für 2021 und ich bin mir ganz sicher, du kannst das.